Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin euer Führer Bo und wir laufen hier gerade ein bisschen durch die Gegend und gucken uns die Ziegen an. Nee. Wir gehen mal eben hier bei der Zeitquest vorbei. Vielleicht hast du dann wieder Tötet die Banditen oder so. Könnte ja sein. Oder bringe von A nach B und dann machen wir hier das Gebiet weiter. Auf jeden Fall hatte ich schon mal einen Baum. Obi-Wan? Knobi? Kann ich dir heute behilflich sein? Diese Soldaten schikanieren mich. Ich kann nicht mal in die Nähe ihres Lagers. Schikanieren sie dich oder verhindern sie, dass du plündern gehst? Ach, aber sie haben so viel. Vor einer Schlacht opfern sie den Göttern wahre Schätze. Ich kann dir ganz genau sagen, wo du suchen musst. Du willst, dass ich sie kaufe? Ja, ich verrate dir den Ort, wenn du mir ein paar Drachmen dafür gibst. Wie viel willst du denn? 50? Okay, hier. Bedien dich. So. Ein Ge Gebet der Schlacht. Okay. Schauen wir doch mal. Vielleicht können wir was Cooles. Ich hoffe, die Drachmen waren gut eingesetzt. So, Pferdchen. Komm mal her. Ja, hallo, Pferd. Danke. Ach komm, jetzt ist es auch ein Athena-Lager hier. Oh, natürlich sind ja noch Leute drin. Ist jetzt doof. Die Gegend wird gut bewacht. Erstlager schon gemacht gehabt. Ach ja, das war das Lager, glaube ich, wo ich. Ja, doch, das haben wir schon gemacht. Na gut. Auf dem Boden. Na Junge. Hallo, greif ihn doch an. Nee, tu ich nicht. Hallo, kann ich dir mal bitte treffen? Was ist eigentlich mit dem Befehlshaber, mit dem da? Tja, wo bin ich denn? Was hat er denn? Zack. Jo. Ups. Eine Leiche, wie grausam. Naja, wir nehmen uns mal bei den Athenern und schwächen wir sie noch ein bisschen. Das frage ich doch, jetzt ein Typ oder muss ich da einfach nur etwas suchen? Oh, sondern sich jetzt hier ist wieder einer in der Nähe. Ach, hier muss ich einfach nur was suchen. Oh, Geld. König der Gifte. Gift ja nichts nerven, nur finde ich. Na gut, so, wir gucken weiter. Wir wollen noch an den Strand jetzt einen kleinen Tauchgang machen. Ella. Ella, aber mit dem Holz hier bitte. Danke. Ja. Man ist immer mindestens 15 Holz zu bekommen, glaube ich, ne? Das ist eine Menge. Okay, und bist du mir als Gegner markiert? Ich frage einfach nicht. Ja, Ikaros, ich höre dich. Ich weiß, dass du noch da bist. So, Karte übrigens. Was haben wir eigentlich hier? Oh, guck mal hier.
fast den vergessen. Ach, wieder unter einer Brücke oder was? Aha. Natürlich. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend haben sie daraus gelernt und machen die Sachen nicht mehr unter den Brücken. Vielleicht wurden die Sachen ja gepatcht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, und hier haben wir noch einen. Und dann da haben wir noch ein paar. Ach ja. Schön die Steinchen sammeln. Ah, da, der ist drunter. Ja, auch nicht. Alle sind sie nicht mehr drunter. Interessanterweise. Ah. Das ist aber echt interessant. Oh, okay, da will ich nicht hochklettern jetzt. Dann lass uns erstmal den hier machen. Lass uns lieber da gucken gehen. Zack, wo sind die Wölfe? Wer seid ihr denn, hä? Lol. Der winselt dich, wenn du mich angreifst, Junge. Würde ich mal sagen, ne? Der greift mich an. Ja, der greift mich doch nicht an. So, wir nehmen unser Boot mit, würde ich sagen. Unser Boot, genau. Wir nehmen das Boot mit. So. Da sind eine Scheiße schon mal. Sehr schön. Zwei Haie, das geht ja eigentlich noch. Nur um sicher, aber wirklich sicher zu gehen, machen wir es lieber so. Wir können übrigens auch noch einmal skillen, fällt mir gerade auf. So, hier haben wir schon auch noch ein paar neue Sachen. So, gucken wir, wie das hier zum Beispiel. Oder wie den Schrott, den Schrott. Aha, warte, ist noch irgendwas. Das habe ich schon übersehen. Ach, den da. Hä, noch immer! Willst du mich verarschen, Spiel? Jetzt haben wir es, danke. So, so, so. Den zerschrotten wir wie immer. Hier gibt es neue Schuhe. Ich trage eh blaue Schuhe, von daher, was soll ich machen? Oh Mann, so, hier haben wir noch was. Kriegerschaden, Jägerschaden, Gesundheit. 40% kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit. Oh. Was haben wir hier? Attentäter Adrenalin. Attentäter Schaden. Aber gut, dann tun wir dich mal rein. Und hier haben wir Adrenalin bei Attentat. 15% Schaden, 10 Attentatschaden. Gesundheit niedrig. Schaden gegen Athener Soldaten. Na komm, tun wir ran. Sollen wir ein bisschen besser dastehen? So, gut, Fähigkeiten. Was können wir denn noch skillen? So, vorher haben wir komplett geskillt gehabt. Was haben wir denn hier noch? Gut gerüstet. Es lohnt sich. Es lohnt sich, eine Ausrüstung zu pflegen. Verstärkt deine Ausrüstung 60% der verringert der erlittene Fernkampfschaden um 10%. Aha. Dann hat den Pfeilhagel. Den kann man nicht verbessern. Hier können wir aber auch nichts skillen, oder? Ach komm, wir brauchen noch zwei weitere Aussichtspunkte, dann haben wir dort den nächsten Punkt. Okay. Attentat. So. Defensivmanöver. Kann man alles nicht skillen, ne? Also wie hier. Jetzt haben wir hier noch Waffenruf. Aha. Ja, den Attentatschaden war schon hochgeballert. Heimlich. Müssen noch zuweisen. Ja, machen wir das mal. So, sind wir noch unsichtbarer. So. Wir schwimmen mal hier hin. Schon mal dort. Danke, Dollarhai. Er blockiert mich ein bisschen, aber gut. So. Das war mir gerade nur, wo ich den anderen Hai getötet habe. Ach, da oben vorne. Da liegt der ja schon, weil der Sidezeug will ich natürlich auch mitnehmen. Das sind ja gute Ressourcen. So, der ist auch nicht so tief hier.
Hätte ich eigentlich echt auf das Brot auch verzichten können. Mussten wir ja mal sagen. So, dann hätten wir hier noch ein Gebiet, was wir erkunden können. Da gibt es auch noch ein Steinchen auf jeden Fall. Gut, so, wie sieht es mit der Quest aus? Das haben wir noch so einen zeitbegrenzten Quest denn jetzt hier. So, wegen des Fell müssen wir machen, genau. Den Stier könnten wir machen, die Hirschkuh könnten wir machen, wenn sie halt finden würden. So, dann müssen wir auch noch ein bisschen gucken. So, 4 Tage, ich schalte das Ziel aus, genau. Ich schalte die Söldnerin aus, das ist ein Tag, okay, beziehungsweise nicht mehr ein Tag. So, und der Rest ist auch einfach nur noch irgendwann mal fertig haben, okay, gut. Na, wir brauchen nur noch 9 bzw. 11 Stück töten von den Weibern. Dann haben wir es erledigt. Sehr schön. So, wir wollen an Land gehen, denn wir wollen als nächstes dahin. Naja, Athena-Schiffe hier. So. Was denke ich mir nur dabei? Mit diesem Boot kann ich nicht so weit raus. Was denke ich mir nur dabei? Echt mal. Was denkst du dir nur dabei, Cassandra? Echt mal. Was denkst du dir nur dabei? Mit deinem Boot rauszufahren ins Wasser. Unverantwortlich. So. Alles klar, ja, Ragdoll, alles klar. Hallo, kann ich mir auch mal Schaden zufügen? Der hat mich ja jetzt schon richtig hart gefesselt. Der hat mich zweimal getroffen, ich noch einmal. So. Tschüss, Pferd. Wenn du nicht weißt, wo dein Pferd ist, fahr ich einfach den Streifen. So, es wird langsam dunkel. Das gefällt mir nicht. Obwohl, die Nacht ist ja nicht so schlimm wie bei Red Dead Redemption hier. Wenn ich mich recht erinnere. Bei Red Dead Redemption ist es echt teilweise so, dass du einfach gar nichts mehr siehst. Jetzt mal ohne Spaß. So, da am Hügel. Ach, am Strand war auch noch eins gewesen. Ups. Naja, egal. Was am Strand können wir es auch noch irgendwann holen. Ich versuche jetzt wirklich so möglichst alles zusammen so ein bisschen zu machen, dass wir das dann halt fertig haben. Was haben wir denn hier für eine Lage? Opa. Ach, noch mehr von diesen Töchtern, okay. So. Ja, irgendwie. Tja, die Tiere wissen nicht wohin. Oh. Sie haben mich gefunden. Oh nein. Der Bär ist wild geworden. Oh nein. Ein wilder Bär. So. Der läuft Schild einfach, oder was? Alle tot, ich chill erstmal. Alles klar. Der Wolf hat's drauf. Der chillt sich sein Leben. So, hier gibt's noch ein paar Pfeile. Ja, Pfeile haben wir voll, sehr schön. Wir können uns hier noch die Kiste gönnen. Und voilà, wir sind fertig mit dem Mord. So, dann gönnen wir uns hier das Steinchen. Würde ich mal sagen. Plus das Holz hier. So, wenn wir es weitermachen, haben wir nochmal bald ein Level up. Also wir werden auf jeden Fall, bevor wir alles gesehen haben, Level 50 erreicht haben. Da muss man echt sagen, da war bei Origins das Level ein bisschen schwerer. Weil ich meine, das ging es bis 30. Beziehungsweise obwohl eigentlich auch nicht, ne? Stimmt, wir haben am Ende von der Hauptmission, ich habe extra gewartet noch mit dem, ne, bis wir
halt, ne, das Max-Level erreicht hatten und so ein bisschen, wir haben schon vorher noch ein Schimpfen weggemacht gehabt, stimmt. Also ich hatte extra so ein bisschen gezogen gehabt, wegen Level-Erweiterung und so weiter. Und da waren wir echt so weit gewesen, dass wir Level 47 oder so waren. Wo wir halt beim ersten DLC angekommen sind, oder 44. Wir waren auf jeden Fall Max-Level, als wir in das zweite DLC reingegangen sind. Das auf jeden Fall. Sehr schön. Sternchen geholt. So, nächstes Sternchen wäre hier. Wir machen auch hier die Insel Gardazza. Naja, genau. So, Vulkan hatten wir ja. Hier die Insel hatten wir noch nicht erkundet gehabt. Ja, lass uns das so weit machen, das Gebiet, bis wir den Vogel geholt haben. Also den Aussichtspunkt, dass wir Schnellreise machen können. Weil dann würde ich dann doch genau aufs Meer gehen und mal nach dem Fischschiff jagen. Gucken, ob das wirklich so hart ist, das Schiff. Wie man sich so bei den Entwicklern erzählt. Oh, Eisen. Ach, ein bisschen Eisen. Nochmal ein bisschen Eisen. So, sehr schön. Ah, guck mal, hier haben wir noch eine neue Stadt. Hafen. Ein Hafen haben wir hier. Sehr schön. So. Dann können wir hier erstmal hin. Dann gucken wir erstmal hier. Gucken wir hier ein bisschen dumm. Dumm, genau. Wir gucken hier ein bisschen rum. Das wollte ich eigentlich sagen. Zack. Zack, damit ich auf jeden Fall noch die Zeitaufgaben fertig habe. Weil ich denke, man wird auch wieder hier ein bisschen zu bestimmten Folgenanzahl einfach spielen. Ach, hier ist eine Höhle. Okay. Und, ist nichts drin, kein Gegner, gar nichts. Oh. Eine reine Höhle zum Looten oder was? Warum macht Cassandra das? Ich verstehe es nicht. Ich sage ihr das nicht, aber sie macht es einfach. So. Hä? Es ist Nacht, schön. Okay. Muss man das verstehen? Wenn man sich so darüber freut, dass es Nacht ist. Na, da oben sind noch zwei Dinger. Zack, zack. Na gut, das war eine reine Loothöhle. Ist okay. So. Der ist auf jeden Fall über uns. Ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, warum mein Fahndungslevel eigentlich nicht runtergeht. Geht das wirklich nur runter, wenn ich mich verstecke? Das wäre ja schon ein bisschen low, sag ich mal. Okay, sie lässt einfach fallen, anstatt es wegzupacken. Ja, na gut. Das ist dann Psyton Schulter in der Nähe, dass der ganze Wald abbrennt, Cassandra. Mann, 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 Mann. Was machen wir hier? Ja. Da gibt es ein Vogelchen. Oh, das war Level 35. Okay. Bis Level 35 brauchen wir noch ein bisschen. Aber nicht so viel. Punkte eingesammelt, so gesehen, gerade. Alles klar. Das waren die Punkte von den Wölfen, glaube ich. Ja, auch lustig. So. Ah, jetzt ist dunkel. Okay, hier haben wir nochmal eine kleine Art Festung. Ja, hier haben wir die Tafel. Alles klar. Aha, aha, okay. Auch nochmal die Töchter oder was? Ich muss mich verstecken. Ja, Problem ist ja, weil ich mal die Gebüsche. So dunkel ist es bei mir.
Nicht mehr. Ich dachte gerade, er wäre nicht gestorben. Hier drüben liegt jemand. So. Gut, ich habe jetzt nicht geguckt, was das für einer ist. Okay, mach uns einfach. Zack. Zack. So bin ich schon drin entgangen. Alles klar. So, und zack. Oh, das auch schon. Guck mal, er killt den Wolf, ich kill ihn. War doch nur fair, oder? So, hier haben wir das nächste Lager. Uiuiui. Und es ist so fucking dunkel, ich sehe nichts. Hallo, Game Mode. Ah, Game Mode. Ich sehe wieder ein bisschen was. Game Mode hat mal einen Bildschirm angemacht. So. Da liegen zwei. Habe ich damit getötet? Okay, es bleibt einfach stehen. Sie beendet einfach ihre Animation nicht. Ja, Cassandra. Wenn du schon was machen willst, dann mach es auch und verarsch mich nicht so. Tja. Leider zu tief geschlafen. Zack, zack, zack. So. Spartas Eroberung. Hab ich den Schatz nicht geplündert? Oh. Hoppala. Ich hab den Schatz einfach nicht geplündert. Ups. So, dann hätten wir hier noch ein Stein. Ein Steinchen. So. Das gönnen wir uns doch mal. Immerhin sieht man jetzt im Dunkeln den Loot besser. Oder auch nicht. Was haben wir da? Da laufen Wölfe rum. Also, wenn da Wölfe rumlaufen, kann uns egal sein. Wir. Gibt es in den Scheißwäldern hier nur Wölfe oder was? Scheinbar gibt es echt hier nur Wölfe im Scheißwald. Die Gegend hat ein Wolfproblem. Zack. Ziegel lassen wir am Leben. So. Dann haben wir den Stein auch geholt. So, dann hier jetzt noch. Eigentlich wollte ich ja wirklich bis zum. Ja, lasst uns hier einfach den zum Vogel gehen jetzt noch in der Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach bei dem Dingsumster wieder. Bei dem, wer ist jetzt bei dem Schiff, beziehungsweise auf der Suche nach dem Schiff. Na, hier ist nix, okay. Koti, plus 652 Erfahrungspunkte. So eine Menge Geld, Erfahrungspunkte, die wir kriegen allein durch die Städte. Ich hoffe, ich darf hier rein. Habe ich denn das Wahrnehmung jetzt verbessert schon oder noch nicht? Ne, noch zwei fehlen, okay. Ach, hier haben wir noch ein neues Schiff bekommen. Wow. Und so ein Billo-Teil. So, ah, oh, wir haben 8 Tafeln schon wieder. Cool. Könnte ich ja theoretisch hier beides upgraden noch. Hm, na komm, machen wir mal. Zack, zack. Nochmal das schon auf lila schon mal. Dass wir dann, wenn wir das Schiff treffen, wirklich ein bisschen was können. Sag ich mal. Ok,
Okay, prügeln sich die Leute scheinbar. Die Stadt der Krüge, Ätheren und nicht viele mehr. Ups, wollte ich nicht. Entschuldigung. Schnell sind er mir her, sind holy shit. Was ist verkehrt mit euch? Ich wollte das nicht. Ich wollte einfach nur mal gucken. Helft mir. Holy shit, was für ein Gebäude. Ich hab vor, du musst das hier alleine schleppen. Ui, das ist das Ding. Das kennt man, glaube ich, vom Endscreen. Ist das das hier vielleicht? Weil das halt so massiv ist. Gut. Oh, haben wir das auch? Oh, ist ein riesiges Dörfchen hier. Städtchen. Mit Innen- und Außenbezirk und allem drum und dran. Zack. So, ich habe ja nichts gegen dich, Kollege. Ein Einhorn. Das ist völlig normal. Aha. Ich dachte, jetzt klettert sie plötzlich nach vorne. Das sah gerade sehr merkwürdig aus. Können wir uns den holen? Und dass du es unbedingt direkt siehst. Naja, fast. Ja, ich will nach oben klettern. Nö. Ich mach gar nichts. Ich bin unschuldig. Warum sind hier so viele Gegner? Hier sind aber viele Schätze. Ups, wollte ich nicht kaputt machen. Sorry. Schalte nur 200 Gegner mit dem Schwert aus. Nein, graue Feuer, ich schalte einen Schwertschaden. Jetzt ist da noch so einer. Hat wenigstens wieder Schiebe, Schischen. Ach, er ist auch nur blau. So, da ist ein Schatz noch. Und da irgendwie. Hallo, Ikaros. Da ist noch ein Schatz. Ein Schmied. Ja. Okay, haben wir jetzt alles gesehen? Ich denke mal schon. Okay, ein wilder Schwinger hier. Mit einem scheiß verfickten Gifte. So. So, ein bisschen Leben haben wir wieder. So. Hallo. Ja. Aua. Machen wir den schon mal. Aua. Mal lieber, oh, er ist auch tot. Sehr schön.
So, alles meins. Da ist noch ein bisschen was. Ein bisschen klauen. Darf man. Alles, was euch ist, ist auch mir. So. Ne, Pferdchen, was sagst du dazu? So, weiter geht's nochmal hier. Dann kommt's noch die Kiste. Porion. Aha. Okay. Oh, das sieht cool aus. Haus des Anführers. Oh, ist ja das so. Oh, das ist schon mal das Haus des Anführers hier. Na gut, dann schauen wir mal nach Gegnern und allem. Drum und dran. Davon wird es hier ein bisschen was geben. Denke ich mal. Ist jetzt auch noch dazu? Kein Eindringling da. Oh, hier geht es sogar eine Treppe hoch, oder nicht? Ah, hier können wir feilschen. Oh, ich brauchte gar keine Pfeile. Ups. Ist aber ein Gefangener, okay. So, wir klauen schön hier. Der kriegt gar nichts mit. Klar, ich kriege echt nichts mit. Fehlt hier noch im Haus? Schätze plündern zwei Stück. Zack. Sehr schön. Zum Tee hier. Achso, okay, wird dann zum Gegner, natürlich. Weil ich mich an nicht seinem Eigentum gegriffen habe. Das war nicht mit seinem Eigentum. Deswegen ist es ja so kurios. Im Grunde. Hallo. Zack. Da war er tot. Und dann ist der Schatz uns. Und unter uns ist noch ganz viel Zeug. Scheinbar. Oh, ein schöner Level up. Level 32. So, gut, haben wir jetzt unsere Ruhe. Jetzt noch, kommt jetzt noch einer, der uns haben will, wenn wir gefragter sind. Nee. So, alles mir. Oh, da. Alles mir. Dankeschön. Wie sieht es eigentlich aus, inventartechnisch? Wir haben 2000 Weichleder, fast 3000 Eisen, 1000 Holz, 2 Tafeln und 1000 Obsidianglas und 600 kostbare Edelsteine. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus, erstmal würde ich sagen. Dafür, dass wir dann fast unser komplettes Schiff schon abgebildet haben. So, was haben wir hier noch? Eine Hose. Bisschen mehr Rüstung, aber naja, dafür hat die mehr Effekte, ne? So, 30er Schuhe. Oh, die ziehen wir auf jeden Fall an. Attentatschaden, Schaden gegen spartanische Soldaten, Feuerschaden. Oh, Feuerschaden immer. Sehr schön. Schön den Feuerschaden pushen. Würde ich sagen. So, das machen wir kaputt. Das gucken wir uns an. Das machen wir kaputt. So, ja, alles klar. Gut. Fähigkeiten haben wir wieder noch einen Punkt. So, was machen wir denn diesmal? Höchstleistungsschuss. Den können wir nicht verbessern. Den können wir auch nicht verbessern. Die Jägerfähigkeit können wir noch verbessern, weil ich könnte hier noch natürlich rein ein bisschen, aber komm. Verbessern wir hier einfach mal. Zack. Sehr schön. Gut, ja. Todessprung haben wir auch jetzt komplett voll. Noch ein Punkt, dann ist unsere Wahrnehmung verbessert. Das wäre dann theoretisch der Punkt.
ja, noch ein bisschen was hier zu erkunden. Hier gäbe es noch eins, zwei Tafeln. Drei Tafeln sogar, die wir uns holen können. Wenn wir jetzt mal vier Stück kriegen, hätten wir dann circa 12 Stück. Das würde hierfür reichen, das würde hierfür reichen. Hierfür und hierfür auch sogar. Oh. Irgendeins von denen will ich auf jeden Fall upgraden noch. Die haben wir schon komplett hochgeballert. Jetzt schon gerne mal was Goldenes, aber gut. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh, da ist auch noch ein Schatz, stimmt ja. Komm, wir sehen mit den Schatz noch. Habe ich jetzt Lust drauf. Fio, der Schätzehunter. Wahrscheinlich kriegen wir den Schatz nicht kampflos. Eingestürztes Mauerwerk. Okay. Schätze plündern. Achso, hier ist verboten zu sein. Na, da ist noch ein Schatz. Da sind ein paar Gegner. Da ist auch noch ein Gegner. Ist natürlich schön, wenn ich alle Gegner sehen würde. Da hinten ist noch auch noch was. Okay. So, erstmal hier bedienen. Würde ich sagen. Zack, zack, zack. Zack. Das sind doch alles Muskeln. Kannst du dem nur nicht mehr erzählen hier, weil der ist tot. Zack, zack. So, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. Eingestürzte Mauerwächter. Aha. Ist das hier ein Pferderennen oder so? Duell? So, hier in der Stadt haben wir noch ein paar Dinger zu tun. Und hier ist auch noch was. Oh, okay, ich sehe gerade, wir haben wieder sehr viel to do. Much to do. Aber hier gibt es sehr viele Städte, muss ich sagen. Ja, finde ich cool. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I'm just living by tradition, and I die for my respect. And I die for my protection. You might die. The dark, the dark, the dark, the
I've got a human.